Die einfache Methode für eine Helikopterabholung kennt ja wahrscheinlich jeder von euch. Aber wie genau hat Bohemia Interactive das am Anfang der Kampagne hinbekommen, dass der Heli so genau im COP gelandet ist? Auf jeden Fall zeige ich jetzt, wie ich es mache. Willkommen also zu diesem kurzen Video. Wie es schnell und einfach geht, einen Helikopter in einem Bereich landen zu lassen, ist, denke ich mal, jedem soweit bekannt. Hubschrauber platzieren, die Variable Heli 01 geben, einen Wegpunkt, Transport entladen, mit der Bedingung Player in Heli 01, auf ein unsichtbares Objekt ziehen und dann noch den Wegpunkt für den Weiterflug einfügen. Jetzt landet der Helikopter im Bereich des Objektes und wartet, bis wir eingestiegen sind, bevor er wieder abhebt und den nächsten Wegpunkt anfliegt. Aber hier, die Landung ist nicht wirklich punktgenau und die KI macht auch hier manchmal wilde Sachen, die das Ganze nicht schön aussehen lassen. Und diese Landung kriegt sie auf diese Weise auf jeden Fall auch nicht hin. Das heißt, zurück ans Reißbrett und so ganz ohne Skript kommen wir auch nicht aus. Was benötigen wir also? Klar, einen Helikopter, dem geben wir die Variable Heli 01. Einen Auslöser, den wir für ein, zwei Sachen verwenden werden. Und dann natürlich die Skripte, drei insgesamt. Je nachdem wie aufwendig der Anflug sein soll, kann man diesen auch nochmal markieren, was ich hier schon mal gemacht habe. Der Landeplatz ist ja sowieso schon markiert. Als erstes werden wir uns als Pilot des Helis einstellen und den auch gleich von Missionsbeginn an fliegen lassen. Einfach mit gedrückter Alt- und linker Maustaste die Flughöhe verändern und dann die Ausgangsposition verschieben. Den Auslöser setzen wir außerhalb der Sichtweite der Landezone auf den Anflugweg und öffnen den auch gleich. Hier schreiben wir in der Aktivierung in eckigen Klammern Heli 01, 60, 30, True, 10, Spawn bis FNC Unit Capture. Und verändern noch die Größe des Auslösebereichs, damit wir den auch garantiert auslösen beim Anfliegen. Kleine Erklärung zum Eintrag. Heli 01 ist die Einheit, von der wir den zurückgelegten Weg aufzeichnen wollen. 60 ist die maximale Aufnahmedauer. 30 die Anzahl der Frames, welche pro Sekunde aufgezeichnet werden sollen. True, jetzt wird auch aufgezeichnet, wenn eine Bordwaffe abgefeuert wird. 10 die Startzeit in Frames, nachdem die Aufnahme begonnen wird. Und die BIS FNC Unit Capture ist die Funktion, welche die Aufnahme ermöglicht. Einen Link zu allen AMA-3-Funktionen gibt es in der Videobeschreibung. Zum Schluss legen wir unseren Helikopter noch als Auslöserbesitzer fest. Bevor wir jetzt aber den Anflug aufnehmen, erstellen wir das erste Skript, in dem wir diese Bewegungsdaten speichern wollen. Ich nenne das jetzt mal helipath.sqf und erstelle die lokale Variable helipath, in der wir die gewonnenen Bewegungsdaten einfügen. Jetzt zeichnen wir aber erstmal den Landeanflug auf. Solltet ihr nicht wissen, wie lange ihr für die Aufnahme der Daten braucht, macht vorher einen Testdurchgang und packt dann nochmal ungefähr 10 Sekunden drauf beim Befehl im Auslöser. Okay, der Anflug und die Landung sah ganz gut aus. Mit Escape ins Menü, das beendet die Erfassung durch Unit Capture und gleich wieder zurück ins Spiel und F1 drücken, damit die Daten auch in die Zwischenablage kopiert werden. Diese fügen wir jetzt in das Helipath SQF ein und dann weisen wir die Daten noch dem Helikopter zu. Wieder in eckigen Klammern, zuerst unseren Heli, Vehicle Heli 01, Vehicle nicht vergessen, ist wichtig, die Datenvariable für den Anflug Helipath und dann Spawn und die BIS FNC Unit Play. Damit wäre das Skript jetzt erstmal vollständig. Wenn ich schon hier bin, dann gibt es auch gleich das Init-SQF und das Heli-Move-SQF. Heli-Move werden wir für die Ausführung des Anfluges verwenden. In dem Init-SQF trage ich die Zeile für Compile-Preprocess-File ein, mit Move-Heli-01 als Variable. Im Heli-Move-SQF tragen wir als erstes einen Action-Befehl ein, damit die Triebwerke gestartet werden, denn wir werden den Hubschrauber in der Mission gleich wieder auf dem Boden parken. Und ohne den Action-Befehl würden die Triebwerke nicht laufen, wenn der Anflug abgespielt wird. Dann nehmen wir einen Sleep-Befehl für die Dauer, die der Hubschrauber braucht, bis die Triebwerke auch richtig laufen. Beim AH-6 sind es ungefähr 22 Sekunden. Schaut einfach, wie lange die KI normalerweise braucht, um mit dem entsprechenden Helikopter, den ihr verwenden wollt, abzuheben. Und gebt dann noch 2-3 Sekunden drauf. Sicher ist sicher. Jetzt führen wir mit Spawn noch das Helipath SQF aus mit Move Heli 01. Und damit ist auch dieses Script vollständig. Was wir jetzt noch machen müssen, ist den Auslöser bearbeiten, indem wir daraus einen Funkauslöser machen mit Funk Alpha. Heli anfordern und in der Aktivierung den Code ersetzen durch execvm helimovesqf. Das war's. Ich wechsle noch den Spieler wieder auf den Soldaten am Flugfeld und verberge die Kreise, die wir als Anflughilfe verwendet haben.
Damit der Hubschrauber auch wieder abhebt, nachdem wir eingestiegen sind, tragen wir im Heli 01 Move SQF noch einen Wait Until Befehl ein, der so lange wartet, bis wir im Heli sind. Player in Heli 01 als Bedingung und danach verwenden wir noch einen Move Befehl. Dafür nehmen wir irgendwelche Koordinaten. So, jetzt können wir in-game den Heli anfordern. Der startet zuerst die Triebwerke und wird dann automatisch zum Anfang des Anflugpfades teleportiert und spielt diesen dann bis zur Landung ab, wartet dort, bis wir eingestiegen sind und fliegt dann dem Missionsende entgegen. Ja, das war es für dieses Mal. Denkt daran, für die Aufnahme der Bewegungsdaten immer ausreichend Zeit einzuplanen. Abbrechen kann man immer. Soweit, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Noch ein kleiner Nachtrag. Wenn ihr einen Hubschrauber verwendet, der ein einfahrbares Fahrwerk hat, dann müsst ihr im Heli 01 Move SQF noch einen On-Each-Frame-Eintrag erstellen, mit einem Action-Befehl, welcher das Fahrwerk ausfährt. Ansonsten wird der Hubschrauber mit eingefahrenem Fahrwerk landen und im schlimmsten Fall dadurch zerstört werden.